Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem kleinen Video werden wir uns die Neuerungen der Version bzw. des Updates 3.7.0.9.02 ansehen. Hierzu würde ich Sie zuerst einmal gerne auf unsere Homepage verweisen, wabi1.de. Dort finden Sie auf der linken Seite unten Status Neuerungen. Auf diese Statusneuerungen können Sie selbstverständlich klicken und Sie halten in der Mitte eine Übersichtsliste mit den dementsprechenden Updates, die zu einem Zeitpunkt freigegeben worden sind. Auch erhalten Sie, wenn Sie das dementsprechende Update anklicken, den Inhalt dazu, das heißt, was wurde elementar geändert. Generell ist es so, dass natürlich mit einem Update kleinere Fixes immer durchgeführt werden, vielleicht einmal der ein oder andere Rechtschreibfehler ausgebessert wird. Solche Kleinigkeiten sind hier natürlich nicht aufgeführt, aber die wichtigen Dinge haben Sie hier schon mal drin. Und damit wollen wir uns jetzt gleich auch befassen. Version 3.7.0.9.02. Zuallererst haben wir hier Personalstundenliste. Okay, wenn Sie auf die Stundenabrechnung klicken, oder über Personal und die Toolbox oder hier auf Stundenabrechnung klicken, erhalten Sie ein neues Auswahlfenster, in dem Sie entscheiden können, ob Sie Stundenlisten im alten Format bearbeiten wollen oder erstellen wollen oder im neuen Format. Im Zuge der Dokumentationspflicht, die ab 01.02.2015 verankert ist, sollten Sie natürlich, wenn es sich um Stundenlisten von Aushilfen ab den 01.02. handelt, die neue Listenart zu verwenden. Denn die alte ist nur bis zum 31.01.2015 gültig. Hier klicken Sie auf Übernehmen und Sie sind nun in der neuen Stundenabrechnung, in der Sie für ein beliebiges Personal, für einen Zeitraum, für ein Jahr Ihre Stundenlisten eintragen können. Auch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Tätigkeiten oder abweichende Tätigkeiten selbst und frei zu definieren, die Sie dann ganz einfach per Doppelklick in das Tätigkeitsfeld übernehmen können. An dieser Stelle möchte ich auf unseren YouTube-Helper verweisen. Wir haben hier einen YouTube-Helper, den Sie sich kostenlos herunterladen können, der Ihnen die dementsprechenden Hilfevideos aus YouTube herausgrabt. Also das heißt, der holt sich, der schaut nach, was haben wir denn für tolle Videos auf YouTube. Der sieht dann so aus und dann könnten Sie einfach hier irgendwas eingeben, zum Beispiel Stunden. Und Sie erhalten nun ein detailliertes Video zu dem eben genannten Video hier, also das heißt zu der Stundenliste. Das können Sie einfach anklicken und sich dann anschauen. Denn in diesem Video werden wir nur eine Übersicht dessen zeigen, was in dem jeweiligen Update neu ist. Ganz kurz, selbstverständlich können Sie natürlich auch Ihre Listen ausdrucken, dass Sie sagen, hier Ihre Stundenabrechnungen will ich ausdrucken und so weiter und so fort. Aber für die Details sehen Sie sich bitte das Detailvideo dazu an. Der zweite Punkt im Update ist der, hier Nachbestellungen, ne, mache ich ein bisschen kleiner, okay. Nachbestellungen bzw. neue Nachbestellungen. So, da wurden ein paar Kleinigkeiten geändert, die zeige ich Ihnen. Wenn Sie im Artikelstamm hineingehen, haben wir hier in der Karteikarte gelöschte Datensätze, hier vom Lieferanten Müller und Schmidt eine Herrenhose kalte Tage. Warum ist die gelöscht und warum hat die das Klausel Selbstlöschung? Erkläre ich nochmal ganz, ganz kurz, ganz einfach. Selbstlöschung bedeutet, Sie wollen den Artikel nicht mehr nachbestellen. So, wenn Sie dann auf den Button Löschen klicken, sagen Sie Wabi, okay, der soll nicht mehr nachbestellt werden und im Zuge der Dokumentationspflicht, das heißt in 12 Jahren nach Erstanlage, ist es möglich, diesen Artikel aus dem System zu entfernen. Also nach frühestens 12 Jahren. Weil so lange müssen wir es halt aufbewahren, Minimum 10 Jahre. Okay, so, und wenn Sie dann den Artikel gelöscht haben, dann war es in der Vergangenheit so, dann hätten Sie diesen Artikel trotzdem nachbestellen können. Wenn wir nun auf unseren Lieferant gehen, Müller und Schmidt, und wir sagen hier, zeigen wir mal alle Artikel des Lieferanten, ist unsere Herrenhose, kalte Tage, hier nicht mehr herin. Also das heißt, genau diese Hose, die wir vorhin gesagt haben, die wollen wir nicht mehr haben, die ist hier nicht mehr drin. Wenn Sie sagen, wie denn, was denn, machen wir es halt einfach, zeige ich Ihnen ganz kurz. Ich benenne den Artikel jetzt einfach mal um. Dazu entferne ich die Löschmarkierung. Gehe hier, wo haben wir es denn gehabt, Herrenhose, kalte Tage und ich sage jetzt mal, sehr kalte Tage. Okay, ich speichere das Ganze. Okay. Und auch hier die Selbstlöschungsklausel drin, wird dann auch so behandelt, dass es nicht mehr nachbestellt werden soll.
Bei Nachbestellungen gehe ich hier hinein, sage hier, von diesen Lieferanten will ich alle Artikel haben. Und wir sehen hier in der Liste, dass die Herrenhose sehr kalte Tage nun nicht in der Liste drin ist. In der Vergangenheit war es so, dass diese Hose aufgeführt wurde und sie die Möglichkeit gehabt hätten, diesen Artikel trotzdem nachzubestellen. Aber aufgrund von vielen, vielen Nachfragen oder Vorschlägen ihrerseits haben wir diese Option herausgenommen. Das heißt, sollten Sie einen Artikel mal nachbestellen wollen, den Sie zum Löschen markiert haben oder der eine Selbstlöschungsklausel besitzt, dann einfach dieses Merkmal entfernen. Indem Sie hier zum Beispiel auf das Auge klicken, können Sie zum Artikelstamm springen. Das ist auch neu. Und hier könnten Sie einfach sehr, sehr schnell mal die Informationen für einen Artikel im Detail abrufen. Das war auch ein Verbesserungsvorschlag, den viele uns zugetragen haben. An dieser Stelle vielen Dank für Ihr Mitwirken. Haben wir an dieser Stelle auch umgesetzt. Des Weiteren, der nächste Punkt ist in den Systemeinstellungen, Artikelstamm. Das bedeutet, schauen wir uns das an, was ist da geändert worden. In den Systemeinstellungen konnten wir hier für den Artikelstamm diverse Einstellungen vornehmen. So wie wir es natürlich auch für jeden Bereich hier vornehmen können im System. Hier ist neu, Artikelzusätze Standardanzeige verwenden. Was bedeutet das? Wenn wir nun im Artikelstamm hineingehen, sehen wir hier diese Textilangaben, die Standard. Das heißt, hier haben Sie auf die dementsprechende Größe, Farbe, Länge, Saison klicken können, haben dort was eingeben können und hätten dann sagen können, das will ich jetzt hier übernehmen. Okay. So, das ist diese Variante mit den Definitionen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich will alles vordefinieren und dann per Drop, also per Auswahlbox, also Dropdown-Box, das Ganze übernehmen. So, viele haben aber gesagt, bei Ihnen ist es so unterschiedlich, dass diese Auswahl zum Beispiel von Farben, mal ist es blau-grün, mal ist es blau-schwarz, mal ist es blau-weiß und so weiter. Das heißt, es gibt einfach zu viele Variationsmöglichkeiten oder von Gewichtangaben oder von Längenangaben. Deswegen haben manche gesagt, es wäre das schön, wenn wir das frei machen könnten. Können wir jetzt mit diesem Update in den Systemeinstellungen im Artikelstamm, können Sie sagen, Textilzusätze Standardanzeige verwenden? Nein. Wenn wir nun im Artikelstamm hineingehen, sehen wir, dass das Ganze jetzt anders aussieht. Wir haben hier keine Combo-Box mehr, keine Definitionsbutton, sondern wenn wir jetzt nun hier reingehen, können wir direkt sagen, das ist die Größe 23 x 12 cm. Auch könnten wir sagen, das ist lila, blassblau. So. Das heißt, hier können Sie es dann von der Hand eingaben und das Ganze einfach abspeichern. So. Also sehr schöne Sache, wenn Sie viel variierende Informationen haben, verwenden Sie bitte die Standardanzeige nicht. Wenn Sie Standardinformationen haben, wo Sie sagen, es geht hier um Größen, um Farben, wie auch immer, dann macht es durchaus Sinn, die Combo-Boxen, sprich die Standardanzeige zu verwenden. Der letzte Punkt in diesem Update ist die Frage, die uns auch immer wieder erreicht. Na, es ist immer groß. Na, komm rüber hier. Haben die Leute gesagt, hey, warum meine Versandkosten? Ich gebe es ein und dann sind sie weg. hat folgenden Hintergrund. Im Rechnungsmodul, ich mache jetzt hier irgendwas, ich nehme jetzt mal unser Autohaus Müller, ja, den will ich übernehmen und den verkaufe ich jetzt den flotten Flitzer. Egal. Okay. Ja, will ich verkaufen. Jetzt erstelle ich eine Rechnung. Ich sage, ich 10 Kosten Versand, ich gebe hier irgendeinen Text ein, weiß der Geier was. So, den will ich mit übernehmen. Und jetzt gehen die Leute her und sagen plötzlich, anstatt hier Versand zu wählen, wenn es ein Versand war, sagen die Leute plötzlich, es wurde mitgenommen oder es war anders. In der Vergangenheit war es so, dass dann die Versandkosten hier entfernt wurden. Warum? Ja, ganz einfach, weil sie gesagt haben, ich versende es nicht mehr, sondern das ist eine andere Versandart oder der Kunde war vor Ort und hat es mitgenommen. Dann macht ja die Angabe von Versandkosten keinerlei Sinn. Und deswegen wurden die auch in der Vergangenheit korrekterweise entfernt. Jetzt erhalten Sie die Information, hey, lieber Benutzer, Sie haben vorher Versand gewählt, aber jetzt ist plötzlich kein Versand mehr, ist das so richtig? Und wenn Sie sagen, ja, das ist so richtig, dann verschwinden hier die Versandkosten, sehen Sie es? Klar, weil Sie gesagt haben, ich habe jetzt eine andere Versandart und dann könnten Sie auf den Klick
mit dem Klick auf Weiter den Vorgang nun abschließen und die Rechnung nun erstellen.